Im alten Ägypten nahm die Katze eine ganz besondere Stellung ein. Aber das war nicht von Beginn an so. Vielmehr nutzten die Menschen aktiv die Vorteile, die Katzen mit sich brachten. Welche das sind und warum die Katze später im antiken Ägypten sogar heilig war, erfahren Sie in diesem Video. Katzen gab es schon lange in Ägypten, doch eine engere Verbindung zum Menschen gab es erst in der Spätzeit, die im Jahr 332 endete. In dieser Periode bemerkte der Mensch, wie nützlich Katzen sein können. Im alten Ägypten gab es schon früher häufiger Dürrephasen und schlechte oder sogar komplett ausfallende Ernten. Und so bauten die Ägypter große Kornspeicher, um sich für schlechte Zeiten abzusichern. Aber auch damals gab es natürlich schon Mäuse und Ratten, die sich zum Leidwesen der Bauern an den Kornvorräten bedienten. Und so näherten sich Mensch und Katze an. Die Vierbeiner wurden mehr und mehr zum gern gesehenen Gast in Haushalten, in denen es einen Kornspeicher gab, weil sie die wirksamste Waffe gegen den Verlust des Korns und auch die Verunreinigung war, die die Mäuse und Ratten verursachten. Nachdem sich Katzen immer mehr in den Häusern der Menschen niederließen, fing man damit an, Katzen auch in Tempeln einzusetzen, um der Mäuse- und Rattenplagen Herr zu werden. Und so war der Schritt hin zur heiligen Katze kein allzu großer mehr. Einige Jahre später gab es Priester, die sich zunächst nur um das Füttern und Pflegen der Stubentiger kümmerten. Später dann wurde sogar eine eigene Priesterzunft geboren. Und zwar die Katzenpriester, die sich um das leibliche Wohl und insbesondere auch um die Gesundheit und Heilung von Katzen kümmerten. Sogar eigene Heilungszauber wurden entwickelt, die nur für Katzen waren. Eine Katze zu töten wurde zu einem Schwerverbrechen, das hart bestraft wurde, und bei einem Hausbrand sollte der kätzische Hausbewohner noch vor den eigenen Kindern gerettet werden. Der Grund für diese drastische Maßnahme war, dass mittlerweile geglaubt wurde, dass die Katze als Hausgötze die körperliche Inkarnation eines Hausgottes war. Starb eine Hauskatze, trauerte das ganze Haus und der Leichnam der Katze wurde mumifiziert und auf einem eigenen Friedhof gebracht, der nur für Hauskatzen angelegt wurde. Die Ausbreitung des Katzenkults hängt eng mit der Katzengöttin Bastet zusammen. Bastet wird als sitzende Katze bzw. als menschlich gestaltete Göttin mit dem Kopf einer Katze abgebildet. Sie war die Ortsgöttin von Bubastis, von wo aus sich der Status der Katze über ganz Ägypten ausbreitete. So extrem der Katzenkult im alten Ägypten teilweise auch gewesen sein mag. Eines ist sicher, den Vierbeinern hat es zumindest zu dieser Zeit und in diesem Land an nichts gefehlt.